Der Buddha-Blog-Podcast, Folge 12. Schmerz gehört zum Leben. Nach Buddha besteht das Leben aus Leiden. Das ist nach dem großen Lehrer sogar die erste edle Wahrheit, auf die sich seine Philosophie aufbaut. Egal was im Leben passiert, es ist auch schmerzhaft. Wenn wir eine neue Liebe finden, dann wissen wir tief in unserem Inneren, dass wir diesen Menschen eines Tages wieder verlieren werden. Egal, ob die Liebe zu Ende geht oder einer der Partner stirbt, wir werden diesen Menschen verlieren und das ist schmerzhaft. Wenn ein Kind geboren wird, dann wissen wir, dass es eines Tages sterben wird. Und dieser Schmerz sitzt am Tag der Geburt tief in uns. Schmerz gehört zum Leben. Wenn ein geliebter Mensch krank wird oder stirbt, wir leiden. Wenn wir unseren Job verlieren, wir leiden. Wenn wir krank werden, wir leiden. Buddha sagte, dass selbst die Geburt schmerzhaft ist, soll uns zeigen, wie das Leben weiterhin sein wird, nämlich ebenfalls schmerzhaft. Geburt, Alter, Krankheit und Tod ist unsere Zukunft, so der große Lehrer. Wer nun darüber traurig ist oder darunter leidet, der ist im Kreislauf der Leiden gefangen. Nur die Erleuchtung kann uns hier befreien, nämlich dann, wenn wir beschließen, nicht mehr zu leiden, keinen Schmerz mehr zu empfinden. Sich die Lehre Buddhas vor Augen zu führen, ist natürlich zuerst einmal schmerzhaft an sich, denn die Aussichten sind auf den ersten Blick furchtbar. Aber wer sich mit der Philosophie Buddhas näher beschäftigt, wird feststellen, dass das meiste Leid aus unserem Inneren kommt, nicht von außen auf uns einwirkt. Dass wir leiden, ist eine von uns selbst gestaltete Emotion. Wir könnten genauso gut die Umstände nur zur Kenntnis nehmen und deshalb einfach nicht mehr leiden, da wir ja tief in uns drin wissen, dass wir sowieso nichts an den Umständen ändern können. Wir schaffen sonst das Leid selbst. Nur wenn meine Erwartungen an das Leben und an andere Menschen nicht erfüllt werden, dann leide ich. Verstehen Sie diese Zusammenhänge? Es kommt nur darauf an, wie Sie mit dem Leiden umgehen. Sie selbst sind der Erschaffer der Leiden, nicht das Leben, das Universum oder gar ein Schöpfer. Am Anfang unserer Reise zur Erleuchtung müssen wir unsere Gefühle annehmen, uns als Mensch so akzeptieren, wie wir eben sind. Können Sie Ihre Gefühle still und realistisch betrachten? Woher stammt das Gefühl? Warum taucht es gerade jetzt auf? Haben Sie selbst Ihre Leiden erschaffen? Warum mache ich das nur? Wie kann ich diese Handlung also in der Zukunft unterlassen? Der Weg ist das Ziel. Schmerz ist Leben. Buddha sagte einmal, wenn du einen weisen Freund findest, der auf deine Fehler hinweist, folge ihm wie einem Führer zu versteckten Schätzen. Mein Ego. Haben Sie sich schon einmal Gedanken über Ihr Ego gemacht? Ich bin gut, ich bin das oder das, dies oder jenes. Nichts davon sind Sie wirklich. Ihr Ego sind nicht Sie. Das Ego ist die Rolle, die wir uns angewöhnt haben. Wir sind ursprünglich ohne Form, unser Bewusstsein ist rein. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, einige verstehen nicht, dass wir sterben müssen, aber diejenigen, die das erkennen, lösen ihre Streitigkeiten. Handlauf für den Lebensweg. Ein Freund bezeichnete meinen Blog kürzlich als einen Handlauf für den Lebensweg. Da auch die gesündesten Menschen fast schon automatisch nach dem Handlauf greifen würden, wären meine Worte eine Form von Anleitung für den eigenen Weg, auch wenn man eigentlich diese nicht brauchen würde. Darüber habe ich nachgedacht und finde, dass das meine Arbeit sehr treffend beschreibt. Ich sehe meinen Blog als Stütze für die Reise zur Erleuchtung. Danke, Franz. Buddha sagte einmal, diejenigen, die nicht auf die Wahrheit hingearbeitet haben, haben den Zweck des Lebens verfehlt. Einfach Nein sagen. Unser Umfeld kann manchmal ganz schön anstrengend sein. Da ist es wichtig, dass wir den Mitmenschen, egal ob Freunde, Kollegen oder Familie, die Grenzen aufzeigen. Alles zerrt an uns herum, sogar das Haustier will ständig etwas. Dabei müssten wir häufiger laut schreien, nein.
Jeder nuckelt an unserer Energie, jeder braucht etwas, will etwas, benötigt dies, wünscht sich jenes, versucht die eigenen Bedürfnisse durchzudrücken. Der beste Freund ruft an, will erzählen, was seine Partnerin angestellt hat. Die Kinder wünschen sich ein spezielles Essen. Der Chef schickt eine E-Mail, der Hund will raus. Hier läuft doch einiges völlig falsch. Wo sind hier Ihre Bedürfnisse? Wer kümmert sich um Sie? Hier müssen Sie sich schützen, Sie dürfen nicht Ihre mentale Gesundheit außer Acht lassen. Was aber können wir tun? Wie können wir soziale Grenzen setzen? Nun, zuerst einmal sind Ihre Grenzen etwas sehr Persönliches. Sie definieren, was Sie tun würden und was nicht. Sie zeigen auf, wie nahe man Ihnen kommen darf und was mit Ihnen eben nicht geht. Man kann diese Grenzen mit einem individuellen Wertesystem vergleichen. Haben Sie schon einmal bewusst festgelegt, was Sie wollen und was eben nicht? Und in welchen Beziehungen welche Grenzen nicht verhandelbar sind? Nach Buddha sollen wir allerdings keine vorgefassten Urteile aufbauen. Welche Verhaltensweisen führen zu einem mulmigen Gefühl? Was macht Ihnen Unbehagen? Wo würden Sie sich besser fühlen, wenn Sie Nein sagen würden? Und haben Sie mit Ihrem Umfeld schon einmal offen und ehrlich gesprochen? Oder schlucken Sie die Handlungen der Umgebung einfach herunter? Wenn Sie nichts sagen, alles in sich hineinfressen, dann kann Ihr Gegenüber nicht begreifen, wie Sie fühlen, wo Ihre Grenzen liegen, was Ihnen nicht passt. Was verläuft aber weiterhin einseitig? Warum bringen die Gespräche keinen Fortschritt? Ziehen Sie aus den Reaktionen dann die richtigen Konsequenzen? Wenn Sie Ihre Grenzen besser beachtet sehen möchten, dann sollten Sie konsequent und beharrlich Ihre Umgebung immer wieder auf Ihre Belange hinweisen. Ihre mentale Gesundheit ist nicht verhandelbar. Man kann nicht erwarten, dass Ihre Grenzen durchweg respektiert werden. Immer wieder müssen wir auf unsere Prioritäten hinweisen. Die Menschen sind egoistisch, das Hemd ist allen näher wie die Hose. Wenn Sie gerade keine Energie mehr haben, Ihre Kapazitäten erschöpft sind, dann müssen Sie darüber sprechen. Woher soll unsere Umgebung sonst davon wissen? Stehen Sie für Ihre Belange ein, laden Sie Ihre Energien wieder auf, nur dann können Sie völlig in sich ruhen. Es ist in Ordnung, auch einmal Nein zu sagen. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, ich streite nicht mit der Welt, sondern es ist die Welt, die mit mir streitet. Der Gleichmut der Buddhisten. Es geht die Geschichte von der Lehrrede des Buddhas über die Gleichmut, die ein zentraler Begriff seiner Philosophie darstellt. Unter Gleichmut sollte man verstehen, in jeder Lebenslage den gleichen Mut zu zeigen. Allerdings sieht man Gleichmut heute als innere Einstellung der Ruhe an, die frei von Nervosität oder Stress ist, mit der besonnen auch schwere Situationen gemeistert werden. Aus buddhistischer Sicht ist Gleichmut aber wohl mehr die Geisteshaltung, alle Situationen und Lebewesen gleich zu behandeln, besonders auch keine Unterschiede zwischen dem eigenen Ich und dem von anderen Menschen zu machen. Mit Gleichmut begegnen Buddhisten der Aufgeregtheit und der inneren Unruhe. Sie sind dabei allerdings niemals gleichgültig. Obwohl Gleichmut und Gleichgültigkeit für Außenstehende sehr ähnlich erscheint, sind diese jedoch grundsätzlich verschieden. Das Gegenteil von Gleichmut wäre dann wohl Hochmut. Wer weiß, dass sein Karma ihm genau das bringt, was eben jetzt gerade dran ist, der kann jedenfalls gleichmütig sein. Egal, ob gerade eine große Krise ihren Lauf nimmt oder nicht, der Gleichmütige nimmt alles so an, wie es eben kommt. Man kann den Gleichmütigen auch schlagen oder loben. Sein Mut wird immer gleich sein. Er wird nicht himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt reagieren. Er wird stattdessen die Dinge so nehmen, wie sie eben kommen. Wer beständig seine Handlungen auf Gleichmut prüft, der kann die Reise zur Erleuchtung angehen. Buddha erklärte seinen Anhängern bei diesem Vortrag, wie man gleichmütig wird. Ihr müsst die Dinge ganz genau beobachten, sie hören, sehen, riechen, schmecken, erfühlen, über sie nachdenken, um dann festzustellen, dass dabei Gefühle in euch ausgelöst werden. Gute und schlechte Empfindungen,
die euch in eine oder in die andere Richtung treiben. Aber wir wollen nicht in eine Richtung getrieben werden, sondern wir wollen zur Ruhe kommen. Egal ob es gute oder schlechte Empfindungen sind, werden wir von der Heftigkeit dieser Emotionen bald erschrecken, wenn wir sehen, dass wir nur noch Getriebene sind, dass wir zum Opfer dieser Empfindungen werden. Wer das erkennt, der wird auch verstehen, dass er sich davon freimachen kann, sich nicht mehr in eine Richtung treiben lässt. Nur durch Beobachtung und Reflexion kann man verstehen und ist nicht mehr hilflos den Sinnen ausgeliefert. So sprach der Buddha. Wer in Gleichmut lebt, der ist innerlich befreit, da er keine Leiden mehr spüren wird, er ist selbst dem Leiden gegenüber gleichmütig. Wir müssen unsere Pflichten mit Disziplin und Gleichmut erledigen und dann loslassen. Wer dies kann, ist zu Lebzeiten von Leid befreit. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, es gibt nur eine Zeit, in der es wesentlich ist, aufzuwachen. Diese Zeit ist jetzt. Ein gesunder Lebensstil. Ein gesunder Lebensstil ist eine Frage der inneren Einstellung. Möchte ich gut aussehen? Möchte ich den Alltag leichter bestreiten können? Möchte ich aktiv etwas gegen die Schmerzen tun? Möchte ich besser schlafen? Möchte ich länger fit bleiben? Möchte ich körperlich aktiv sein? Der Weg zu einem gesunden Lebensstil ist ganz einfach. Wir müssen mehr Aktivität in den Alltag integrieren und diszipliniert auf die Dinge achten, die wir in unsere Öffnungen stecken. Wollen Sie das? Buddha sagte einmal, Gesundheit ist das größte Geschenk, Zufriedenheit der größte Reichtum, Treue die beste Beziehung. Selbstzweifel und Sorgen sind eine furchtbare Mischung. Nein, es ist nicht alles Ihre Schuld. Jeder Mensch hat Sorgen, zurzeit auch immer öfters. Die Zeiten sind schwer, normaler Menschenverstand scheint nicht mehr zu gelten. Wenn zu den Sorgen dann noch Selbstzweifel dazukommen, dann ist es nicht mehr weit zu ernsthaften mentalen Problemen. Die Depression zieht schon herauf. Nach Buddha ist es unser Karma, daher trifft uns keinerlei Schuld. Buddha sagte einmal, selbst der Tod darf von einem, der weise gelebt hat, nicht gefürchtet werden. Gesund und zufrieden mit Meditation. Wir wissen, dass Meditation positive Effekte für Körper und Seele hat. Wir wissen, dass Ängste und Stress sich mit Meditation lösen lassen. Auch dass der Blutdruck mit meditativen Praktiken gesenkt werden kann, ist uns bekannt. Auch wird die Motivation durch Meditation verbessert und Depressionen und Burnout können gut mit meditativen Übungen behandelt werden. Menschen, die meditieren, haben eine allgemein höhere Lebenszufriedenheit. Der Blick auf die Umgebung kann durch Meditation signifikant verändert werden. Das ist wohl jedem Menschen bekannt. Meditation ist Teil des Mainstreams geworden. Aber nicht jede oder jeder praktiziert Meditation. Viele haben schlicht keinen Anpack, einige fehlt einfach der Anfangspunkt. Wie finden wir Zugang zu Meditation? Aber wie können wir mit Meditation unserem Körper und unserer Seele etwas Gutes tun? Wie können wir zur Ruhe kommen, die Ablenkungen hinter uns lassen? Meditation muss heute nicht zwingend religiöse Beweggründe haben. Nicht nur zum Erreichen der Erleuchtung wird meditiert. Es gibt unzählige Gründe, um meditative Praktiken auszuüben. Der Abbau von Stress und die Suche nach einem Ruhepunkt dürften heutzutage die häufigsten Gründe zum Meditieren sein. Wie können wir regelmäßig meditieren und dann an den Übungen dranbleiben? Am Anfang sollten die Ziele niedrig angesetzt werden. Achtsam und bescheiden reichen 5 bis 10 Minuten in den ersten Sitzungen völlig aus. Wichtig ist, regelmäßig die Meditation in den Tagesablauf zu integrieren, sich keinesfalls selbst zu überfordern, aber die Gewöhnung an die Meditation zu erreichen. Auch viele kleine Schritte machen am Ende eine große Strecke. Machen Sie sich das Sitzen bewusst, egal ob im Schneidersitz oder auf dem Stuhl oder auf der Couch. Wie sitzen Sie? Wo liegt der Hintern auf? Sitzen Sie gerade? Tut dabei etwas weh?
Brauchen Sie ein Kissen untergelegt? Ist der Rücken gerade? Hängen die Schultern? Ist der Kopf komfortabel? Betrachten Sie die gesamte Sitzposition. Die Grundlage der Meditation ist jedenfalls die Atmung. Richten Sie sich auf den Atem aus, spüren Sie den Atem. Hebt und senkt sich Ihr Bauch, nehmen Sie Ihren Atem wahr, konzentrieren Sie sich auf den normalen Atem, so wie er eben auch immer ist. Ein- und Ausatmen wechseln sich ab, die Gedanken ziehen an mir vorüber, ein- und ausatme ich in aller Stille. Wird der Atem tiefer, bekommen die Züge mehr Qualität? Nehmen Sie einen Unterschied wahr? Ihre Gedanken sind wie das Wetter, sie ziehen vorbei. Ich bin in meinem Atem, das reicht mir völlig. Kommen Sie im Hier und im Jetzt an. Was erspüren Sie? Was macht Sie aus? Meditation ist nicht das Aufhören des Denkens, sondern die Aufmerksamkeit geht langsam in andere Gedanken über, dabei den Atem wahrnehmend. Urteilen Sie nicht über Ihre Meditation, nehmen Sie die Gelegenheit wahr, sich selbst besser kennenzulernen. Verändern Sie Ihren Atem nicht, beobachten Sie ihn, wie will er kommen, fließt er frei? Sind Sie bei der Meditation mit sich einverstanden und zufrieden? Dann sind Sie auf einem guten Weg, und der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, das Geheimnis der Gesundheit für Geist und Körper ist nicht, um die Vergangenheit zu trauern, sich nicht um die Zukunft zu kümmern, die Zukunft nicht vorwegzunehmen, sondern den gegenwärtigen Moment weise und ernsthaft zu leben. Nur 5 Minuten im Wald. Nur 5 Minuten im Wald können wahre Wunder wirken, der Wald stimmt uns friedlich, wir können klarer denken, befreit durchatmen. Das sogenannte Waldbaden ist sogar als Therapieform anerkannt. Ängste, Stress und Sorgen fallen im Wald in kurzer Zeit von uns ab. Es müssen auch nicht immer stundenlange Spaziergänge sein, sondern wenige Minuten haben schon super positive Auswirkungen auf die gequälte Seele. Wenn Sie an einem Wald vorbeikommen, dann halten Sie kurz an. Tauchen Sie für wenigstens 5 Minuten ein in den Zauber. Buddha sagte einmal, sucht in niemanden außer euch selbst nach einem Zufluchtsort. Das Unendliche endlich willkommen heißen. Ganz selten läuft es so, wie wir es uns wünschen. Meistens kommt es sogar so, wie es uns gar nicht in den Kram passt. Überhaupt passiert alles Mögliche, aber nicht das, was uns willkommen wäre. Das Unwillkommene sind die Dinge oder Menschen, die wir zumindest auf den ersten Blick nicht haben wollen. Sie sind uns nicht willkommen. Entweder passt die Zeit nicht, oder wir wollen vorher noch etwas anderes erledigen, oder die Angelegenheit kommt gänzlich unwillkommen. Ich zum Beispiel wollte heute nicht beim Zahnarzt sitzen, aber vor 4 Wochen fiel die Krone raus. Ich musste daneben, der Besuch beim Zahnarzt war mir völlig unwillkommen. Bei der Behandlung kam ich so ins Grübeln und dachte bei mir, was, wenn ich vor 500 Jahren gelebt hätte? Damals gab es keinen Zahnarzt, der mir das Problem abnehmen hätte können. Ganz im Gegenteil sind sogar viele Menschen an ihren Zahnproblemen dann gestorben, an entzündeten und verfaulten Zähnen wirklich jämmerlich verreckt. So gesehen bin ich mit dem Zahnarzt heute nicht schlecht weggekommen. Ich habe am Ende den Besuch sogar dankbar willkommen geheißen. Was in unser Leben kommt, das kommt nicht ohne Grund. Auch wenn wir diese Gründe jetzt noch nicht verstehen, dann hat auch das seine Gründe. Egal aus welchem Grund, das Unwillkommene ist jetzt da. Es ist dran, steht mittig in unserem Leben. Also wie damit umgehen? Besser so tun wie wenn oder vielleicht, oder sich der Angelegenheit stellen. Die Dinge willkommen heißen, auch wenn sie zumindest jetzt stören. Egal was wir tun, ob uns das Karma und unser Schicksal passen oder nicht. Trotzdem steht das Unwillkommene im Raum, wie der bekannte rosarote Elefant. Und bei dem hilft das Schweigen eben auch nicht. Für eine Weile ja, aber die Vogelstrauß-Technik mit dem Kopf in dem Sand, die ist unehrlich und verlogen. Buddhisten sind aber Realisten, keine Traumtänzer.
Träumen ja, aber nach Buddha die Realität eben nicht mit der einen gefühlten Realität verwechseln. Das Unwillkommene ist meistens auch noch neu. Oft machen uns neue Dinge und Begebenheiten Angst. Wir müssen uns erst an sie gewöhnen. Dann sind sie vielleicht auch gar nicht mehr unwillkommen. Wenn nun wieder unwillkommene Dinge in unser Leben kommen, wie wäre es mit einem Strategiewechsel? Was wäre, wenn Sie nur für einen Tag das Unwillkommene umarmen würden, es in Ihrem Leben begrüßen wie einen alten Freund? Der Weg ist das Ziel. Und am Wegesrand begegnen uns viele Dinge, die zuerst einmal uns nicht willkommen erscheinen. Buddha sagte einmal, was ist das Böse? Töten ist böse, Lügen ist böse, Verleumdung ist böse, Missbrauch ist böse, Klatsch ist böse, Neid ist böse, Hass ist böse, das Festhalten an der falschen Lehre ist böse. Alle diese Dinge sind böse. Aber was ist die Wurzel des Bösen? Verlangen ist die Wurzel des Bösen, Illusion ist die Wurzel des Bösen. Welches Jetzt wäre Ihnen lieber? Häufig hören wir, dass wir im Jetzt und im Heute leben sollen. Wenn wir die Klagen der Mitmenschen so hören, dann gefällt den meisten das Jetzt und das Heute gar nicht. Man gewinnt den Eindruck, dass sich fast alle ein anderes Jetzt wünschen würden. Das Leben wird immer komplizierter, den Überblick über die Ereignisse zu behalten, erscheint schwer. Die Erde rast mit abartiger Geschwindigkeit durch das Weltall, das Universum ist so unvorstellbar groß, die Dummheit der Menschen ebenso. Wir können mit unserem Intellekt die Dinge nicht fassen, niemals. Das Jetzt und das Hier sind unbegreiflich. Kaskaden von Energien, die jedem Verstand überlegen sind. Hier helfen auch keine Klagen. Die Welt dreht sich weiter, egal wie ungerecht wir doch behandelt wurden. Das Jetzt müssen wir akzeptieren, egal ob es uns passt oder eben nicht. Und wie furchtbar wäre doch die Welt, wenn sich jeder Mensch sein eigenes Jetzt zusammenbasteln dürfte, wenn jeder König werden wollte, alles nur noch Häuptlinge wären, keine Indianer mehr existierten. Könnte es aber sein, dass wir das Jetzt beeinflussen können, weil das Jetzt eben nur eine Reflexion unserer Gedanken ist, wir de facto uns unsere Realität doch selbst machen. Heute ist immer ein wirklich besonderer Tag, eben weil jeder Tag besonders ist, auch wenn wir diesen Umstand nicht wirklich schätzen können oder wollen. Im Jetzt der Vergangenheit nachtrauern oder in eine hypothetische Zukunft abschweifen, was sollte das bringen? Die Dummheit der Menschen wird immer heftiger, mentale Belastungsstörungen sind zur Normalität geworden. Die Psychiatrie erlebt immer mehr Patienten, immer häufiger werden Medikamente und Tabletten gegen Depressionen aller Art verschrieben. Drogen und Alkohol sprechen all die Menschen an, denen es im Jetzt nicht gefällt, die auch nicht hier sein wollen. Solange Worte wie Nächstenliebe und Menschlichkeit nur leere Hülsen bleiben, solange wird die Flucht aus der Realität der anzustrebende Zustand bleiben. Mit allen Mitteln und Hilfsmitteln wird an der Illusion gebastelt. Welches Jetzt wäre allen denen eigentlich lieber, die sich täglich wegdröhnen, mit Rauschmitteln in ein künstliches Nirvana schießen? Könnte es sein, dass das Jetzt bereits das Nirvana ist und Bedürftige in die völlig falsche Richtung rennen? Wer glaubt, dass es ein besseres Jetzt gibt, als es jetzt schon ist, der verkennt das Leben in diesem Universum. Jedenfalls ist der Weg das Ziel. Buddha sagte einmal, wenn du wissen willst, wer du warst, dann schau, wer du bist. Wenn du wissen willst, wer du sein wirst, dann schau, was du tust. Glaube und Hoffnung. Aus einem Glauben entspringt immer auch viel Hoffnung, denn gläubige Menschen haben einen inneren Kompass, der ihnen den Weg zeigt. Glaube und Hoffnung sind miteinander verwandt. Gebete beinhalten meist Wünsche, das Wollen schwingt unterschwellig mit. Die Lehre Buddhas verfolgt einen völlig anderen Ansatz. Hier muss man an nichts glauben und mit der Hoffnung ist es im Buddhismus auch nicht weit her. Die Gewissheit, auf dem Weg zur Erleuchtung zu sein, die kann zu einem Lebensinhalt werden. Der Weg ist jedenfalls das Ziel. Buddha sagte einmal,
Das ganze Geheimnis der Existenz ist es, keine Angst zu haben. Fürchte nicht, was aus dir wird, sondern verlasse dich auf niemanden. Erst in dem Moment, in dem du alle Hilfe ablehnst, bist du wirklich frei. Die Sorgen der anderen. Kennen Sie die indische Geschichte über die Sorgen der anderen Menschen? In einer ländlichen Gegend in Indien verabredeten sich die Bewohner eines Dorfes unter Anleitung eines Priesters, sich den eigenen Sorgen und Ängsten zu stellen. Indem jeder Bewohner seine Sorgen und Nöte aufschreiben, die gesamte Angelegenheit dann in Päckchen verpacken und an dem Baum in der Mitte des Dorfes hängen sollte. Allerdings musste ein jeder, der ein Päckchen abgab, sich auch ein anderes aussuchen und mitnehmen. Zuerst fand das ganze Dorf die Idee toll, einmal die Sorgen ablegen und frei durchatmen. Als dann aber zu Hause die Sorgen der anderen Bewohner auf dem Tisch lagen, da machte sich Ratlosigkeit breit. Dass auch andere Menschen ihre Probleme hatten, das war jedem schon vorher klar. Aber dass diese so groß und mächtig waren, das wusste kaum einer. Und so packten die Menschen die Päckchen klangheimlich wieder zusammen und hängten sie zurück an den Baum, nahmen stattdessen wieder ihre Pakete mit nach Hause. So schlimm war es dann ja doch nicht mehr. Verglichen mit dem Leid der anderen waren ihre Sorgen klein. Nun, wir alle denken, dass unsere Probleme das Wichtigste auf der Welt wären, dass wir die größten Sorgen haben, dass unser Leben so schwer ist. So ist es aber keinesfalls. Jeder Mensch hat Probleme, aber jeder hat zum Teil völlig andere. Was der eine als Problem betrachtet, das ist für den anderen ein Vorteil. Abhängig ist die Angelegenheit immer von der jeweiligen Betrachtungsweise. Der Blickwinkel ist sehr entscheidend. Was, wenn wir uns einfach einen anderen Standpunkt aussuchen, die Filter einmal neu einstellen, alles in einem anderen Licht sehen, vielleicht nur für einen einzigen Tag. Welche Probleme andere Menschen haben, was wirklich unser Umfeld beschäftigt, das werden wir wohl niemals ganz verstehen. Umso wichtiger ist es zu verstehen, dass die Probleme aus unserem Inneren kommen, denn wenn wir die Dinge oder Menschen nicht bewerten würden, dann wären sie auch kein Problem. Erst unsere Einteilung in gut oder schlecht, in positiv oder negativ, gibt den Ereignissen erst eine Energie. Was, wenn Sie nun Ihre Probleme mit etwas Abstand betrachten würden, wenn Sie sich vorstellen würden, dass Sie diese Sorgen an diesem Baum in der Mitte des Dorfes gefunden haben, es die Gedanken einer anderen Person wären? Was würden Sie dieser Person raten, wenn Sie um Beistand gefragt werden würden? Und aus buddhistischer Sicht, wie wären die Sorgen aus diesem Paket einzuordnen? Und vergessen Sie nicht, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, der Friede kommt von innen, sucht ihn nicht an einem anderen Ort. Ja, nein, vielleicht, mal schauen. Wohin wir auch blicken, die Menschen sind am Rande des Wahnsinns angekommen. Eine heftige Form von Entscheidungsschwäche hat uns alle heimgesucht. Wie soll man sich entscheiden, was bringt die Zukunft? Fragen über Fragen. Ja, nein, vielleicht. Solche Zögerlichkeiten hemmen uns dann immer weiter. Die Motivation für die kommende Zeit wird dadurch immer schwieriger. Wählen Sie, was Ihr Körper will, nicht, was die Vernunft Ihnen gebietet. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, diejenigen Menschen, die frei von verärgerten Gedanken sind, finden sicheren Frieden. Herzlichen Dank, dass Sie meinen Podcast Buddha Blog bis zum Ende gehört haben. Dieser Podcast wird zum Großteil von seinen Hörerinnen und Hörern finanziert. Ich würde mich freuen, auch dich als Supporter oder Supporterin zu begrüßen. Vielen Dank an alle, die Buddha Blog auf ihre Art unterstützen. Bitte besuchen Sie auch meine Webseite shaolin-rainer.de oder laden Sie sich meine App Buddha Blog aus dem Android oder Apple Store herunter. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.